historisch, es ist fast so, als wenn Josef Matenge glaubt, sie nicht lange gebrauchen zu müssen. Ein paar Stunden hat er heute frei, dann muss er zurück in die Reha-Klinik nach Belitz. Der 30-jährige Kenianer ist von der Hüfte abwärts querschnittsgelähmt. Begreifen, was mit ihm passiert ist, kann er noch lange nicht. Das ist ganz große Schwere. Ich habe nicht so erlebt. Und ich weiß nicht, was ich kann leben. Ja. Ich denke auch, wenn ich bin im Krankenhaus, kommt dreht einer in der Nacht. Oder wenn ich sitze, der komplett dreht. Die paar Stunden, die Elke Hofmann und Josef Matenge zusammen genießen können, verbringen sie im gemeinsamen Garten. Wie es wird, wenn ihr Freund aus der Klinik entlassen wird, weiß sie noch nicht. Die Wohnung muss erst noch behindertengerecht umgebaut werden. Und weil das Geld knapp ist, haben die Frankfurter Bündnisgrünen zu einer Spendenaktion aufgerufen. Gleichzeitig fordern sie, dass der Fall Matenge endlich restlos aufgeklärt wird. Die Schilderungen des Falls von Herrn Matenge und seiner Lebensgefährtin und aus den Behörden sind ja durchaus noch sehr widersprüchlich, sodass ich da immer noch große Fragezeichen habe, was da passiert ist und vor allen Dingen, wie es dazu kommen konnte, warum Herr Matenge an diesem Tag kurz vor der geplanten Hochzeit abgeschoben werden musste. Josef Matenge war vor 5 Jahren unter falschem Namen nach Deutschland eingereist. Sein Asylantrag wurde abgelehnt. Dennoch wollte er seine langjährige Freundin Elke Hofmann heiraten. Als er daraufhin seine wahre Identität preisgab, erklärte man ihm, dies wäre kein Problem, er müsse nur nachweisen, dass er wirklich Josef Matenge sei. Matenge setzte sich mit der Botschaft in Verbindung. Und plötzlich sollte er abgeschoben werden. Am 23. März wurde er in die Ausländerbehörde bestellt und 2 Polizisten tauchten auf. Matenge erklärte, er müsse noch einmal auf die Toilette und in Panik sprang er durch das geschlossene Fenster. Josef Matenge ist kein Einzelfall. In den letzten 11 Jahren verletzten sich 505